Das ging wohl nach hinten los. Hey, Masken runter! Oh Mann, hier herrscht ein ganz anderer Ton. Zufrieden? Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Schmuggelware ist hier verboten. Das Make-up wandert in die Kiste. Nein, alles nur das nicht. Nein! Bitte überlegen Sie es sich nochmal. Ich kann ohne Make-up einfach nicht leben. Guten Tag. Könnten Sie etwas Platz freiräumen? Oh, aber natürlich. Danke. Ich bin Sophias Oma. Ah, okay. Ich gebe dem Baby noch sein Fläschchen. Oh nein, das Baby pinkelt mich an. Volltreffer. Absolut ekelhaft. Hör auf damit. Mir wird schon schlecht. Der Plan ging voll auf. Hm, Apfelsaft. Na dann mal los. Juhu. Hey, komm her. Ich freue mich so, dich zu sehen. Und ich habe eine Überraschung für dich. Duzi, duzi, du. Hat sie den Verstand verloren? Wozu brauchst du die Puppe? Die Puppe dient nur zur Ablenkung. Hier, schau mal. Wow, Make-up. Versuch's damit. Die Farbe ist wie für dich gemacht. Oh ja, genau meine Farbe. Ist das für mich? Danke, genau was ich jetzt brauche. Ich will doch nicht aufstehen, Mami. Aufstehen! Zellenblock 1, 2 und 3, Licht an! Was? Aufstehen! Ich werde es nicht noch einmal sagen. Mann, ist die gemein. Was macht sie da? Ach, es gibt so viel zu tun, aber zuerst werde ich mich schminken. Schon klar, reib's mir unter die Nase. Oh, die Farbe gefällt mir. Ich will mich herausputzen. Was geht hier vor sich? Nichts, alles gut. Ich schreibe Berichte. Und wo sind die Berichte? Okay, irgendwas ist hier faul, aber nicht mein Problem. Bis später. Puh, das war knapp. Wo ist mein Schlagstock? Oh, das ist die Lösung. Ich hau mich noch etwas aufs Ohr. Was hast du gesagt? Sofort aufstehen! Jetzt wird nicht mehr geschlafen. Ich glaube, ich spinne. Das ist meine Chance. Es hat geklappt. Ein genialer Look. Aber wie? Das ist, Das war ein fauler Trick. Versuch das nicht nochmal. Versuch das nicht nochmal. Hey, man muss immer auf der Hut sein. Überraschung. Ich bringe den Geburtstagskuchen für Cheryl. Aber zuerst kriegst du ein Stück. Wirklich? Sehr nett von Ihnen. Der sieht sowas von gut aus. Dankeschön, Clown. Bitteschön. Ich gehe da mal weiter. Happy Birthday. Hey, ich bin's. Das Outfit steht dir. Ich will jetzt ein Stück von meinem Kuchen haben. Ich wünsche mir Make-up. Dein Wunsch ging in Erfüllung. Na, was sagst du dazu? Das perfekte Verbrechen. Genau, was ich wollte. Da ist so ein süßer Insasse, deswegen will ich gut aussehen. Und was sagst du zu meinem Look? Das ist das beste Geschenk der Welt. Happy Birthday, bye. Wow, ein cooler Zaubertrick. Make-up, juhu. Und ich hab Kuchen. Ende gut, alles gut. Was für ein Tag. Ich ruhe nur kurz meine Augen aus. Sie ist eingeschlafen. Ich muss mich beeilen. Das Klonophon ist echt nützlich. Hallo, ich bin's. Hallo? Wer spricht da? Ja, hallo? Ich bin's, Cheryl. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir eine Nagelfeile geben? Alles klar. Bye, bye. Jetzt kommt Teil 2 des Plans. Ran an die Arbeit. Na, endlich. Gut, sie schläft tief und fest. Halt, stehen bleiben. Ich muss leise sein. Sie darf nicht aufwachen. Nimm das, du Schurke. Wenn das klappt, bin ich ein Genie. In Filmen klappt das immer. Wow, das ging ja leicht. Jetzt der nächste.
Was soll dieser Lärm? Wer hat mich aufgeweckt? Was? Mann, ist das langweilig hier. Hat sie was gemerkt? Das muss repariert werden. Hey, ich bin hier, um Reparaturen vorzunehmen. Das ging ja schnell. Das Zellengitter dort muss erneuert werden. Gefängnisausbrüche wären schlecht fürs Image. Wo ist der hin? Nicht schlecht. Mal sehen, wie ich das am besten repariere. Das sollte reichen. Meine Arbeit ist hier getan. Wow, das ging ja schnell. Wo ist der hin? Hat er sich in Luft aufgelöst? Die Luft ist rein. Ich muss mich beeilen. Oh, meine Lieblingsfarbe. Schon viel besser. Der Plan ist voll und ganz aufgegangen. So, wieder verstecken. Und was ist das? Cool, Wimperntusche. Die Farbe ist ja abgefahren. Das sollte reichen. Ich verstecke besser die Beweise, bevor sie zurückkommt. So unschuldig wie ein Lamm. Guten Appetit. Die nächste. Eine Portion Haferschleim, bitte. Das Rezept ist von meiner Mutter und top secret. Nicht gerade beneidenswert. Ich kid. Mit Salz und Pfeffer schmeckt's noch besser. Danke für den Tipp. Vertrau mir. Hey, ich bin's. Ich hab dich gar nicht erkannt. Verhalte dich unauffällig. Hey, ich hab einen Witz für dich. Was macht ein Donut beim Zahnarzt? Er bekommt eine neue Füllung. Hi. Mal sehen, ob das schmeckt. Au, mein Zahn. Was ist das für ein Belag? Hä? Erzähl mir noch einen Witz. Warum muss der Bäcker ins Gefängnis? Genialer Einfall. Na, weil der Bäcker zu viele Eier geschlagen hat. Haha, ein Klassiker. Lass dich bloß nicht erwischen. Sch, nicht so laut. Hier für dich. Willst du mich etwa bestechen? Ich schweige wie ein Grab. Ich war schon zu lange ungeschminkt. Echt nice. Nicht so laut. Na, wie sehe ich aus? Wow, wunderschön. Danke. Ach ja, essen sollte ich auch noch. Oh, sowas von eklig. Ich würd's lieber etwas nach. Das ist ja gar kein Salz und Pfeffer. Das ist Glitzer. Wow, Glitzer steht mir besonders gut. Genau, was ich brauche. Ich bin eine Prinzessin. Ich erzähl gerne Witze. Moment mal. Keine Bewegung. Es befindet sich Schmuggelware im Raum. Das war's wert. Im Knast sitzen ist schlimm genug, aber komplett auf Make-up zu verzichten ist die reinste Qual. Wie würdest du Make-up ins Gefängnis schmuggeln? Schreib es in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst.